Guten Tag, liebe Zuschauer, hier ist Matthias Kluth. Wenn Sie dieses Video sehen, bin ich wahrscheinlich nicht mehr unter den Lebenden. Es ist nämlich schweinehoch und ziemlich windig. Ich habe einigermaßen Angst und hoffe, dass ich hier gleich wieder heil runterkomme. Hi.
Ihnen gerade noch mal ja, ja. Videos. Das war's. Schade. Heute nicht, morgen wieder. Hallo. Ja, du kommst jetzt ins Fernsehen. Ja. Da mag ich natürlich der mag ich natürlich auch so einen YouTube-Film. Ja. Deutschland gewinnt, ne? Hey, und? Guck doch freundlich in die Kamera. Guck doch einmal freundlich, bitte. Ist Leon? Folge dem
was du sagst. Hauptsächliche Fettbewegung.
schlecht. Nee, lass mal lieber. Ist voll. Oh, oh Mann, oh. Schick mir ein Bild. Also Rasenmäher mit? Was? Ja, haben wir mit. Gut. Gut, Anneke. Seite. Nicht so cool. Hab die sind alle zusammen. Du kriegst ja alle die üblichen Fragen, ne? Ja. Aber kannst du gar nicht machen. Ich würde fast sagen, das muss gut abhauen. Und! Man muss aber nicht noch, nach dem ganzen Verkehrschaos. Da war ja einfach los, ne? Also wenn ich winke, sieht das viel freundlicher aus. Thank you.
Ja. Ja. Moment, ist aber hier was von ist? Ich kann nur helfen. Nee. Bernd! Bernd! Oh! Hey!
kann mich nicht. Denke so. Vergessen wir mal.
Scheiße da. Oh, hab gescheuert. Lukas! Lukas! Lukas, immer freundlicher! War gut. Schaukel da so hatte. Da bin ich gar nicht mehr. Der muss ja hier stimmen. Ja, ich wollte jetzt sehen. Ich kann das eh nicht. Der tut noch nicht zählen. Ja, die hat eine Notarvisik. Der dürft nicht. Ja, die könnt ja nur was will. Das steckt dich gar nicht. Hier ist gut. Yeah.
Thank you.
Schwatt. Das ist hier ein Fraule hier. Ja, okay, dann lächel mich mal an. Belehrt, nochmal. Next, I'm besser wie bei uns, oder? Da. Letzten Platz.
Zwei Schlüssel dran, also wer heute nicht nach Hause kommt, der muss sich mal hier melden. Thank you.
Also, wie sieht's aus? Ende geht es, kommen, möchten wir erstmal ein paar Danksagungen loswerden.
Als erstes bedanken wir uns bei allen Sponsoren für die gute Unterstützung. Des Weiteren bedanken wir uns bei der Firma Van der Most und alle Mitarbeiter, die den Platz zur Verfügung gestellt haben und die ganze Woche Arbeit gehabt haben. Also ich finde auch Applaus wert. Denn ohne so ein Gelände ist so ein Wettbewerb gar nicht möglich. Natürlich geht auch ganz besonderer Dank an allen Treckerfahrern, allen Treckerfahrerinnen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die auch trotz des wechselnden Wetters an unserem Rekord teilgenommen haben. Das Orga-Team bedankt sich auch für die super Unterstützung und Mitarbeit der Oldtimer Club-Mitglieder und des MSC Itterbeck. Dann noch ein ganz besonderer Dank an unsere Frauen für die super Pflege und das ganze Wochenende. Was auch nicht selbstverständlich ist. So, jetzt gebe ich das Wort an Herrn Luder, der hoffentlich das Ergebnis bekannt gibt. Ja, schönen guten Abend. Wir hatten heute die ehrenvolle Aufgabe, die ganzen Trecker zu zählen. Wir hatten es ein bisschen einfach, wir saßen schön auf dem Wagen, wenn andere rumlaufen mussten. Wie man das hier schon an der Masse hier sehen kann, könnte man fast vermuten, dass das geklappt hat mit dem Weltrekord. Das hat super geklappt, es waren 1815 Trecker. Schönen Abend wünsche ich noch und viel Spaß. Wenn die Behörden mitspielen
Ja, ich merke, ihr seid alle unruhig. Ich werde meinen Antrag beenden und wünsche allen noch einen guten Abend. Dankeschön. So, ja, meine Damen und Herren, als Vorletzter hier in der Runde überbringe ich die herzlichen Grüße der Samtgemeinde und ich bedanke mich, dass ich heute Nachmittag zu dem Zeltteam dazugehören durfte. Es ist faszinierend, lieber Ludwig Karlfeld, liebe Mitglieder des Orga-Teams, was ihr hier in der Samtgemeinde Ösel auf die Beine gestellt habt. Ich sage es mal so, die Welt schaut heute nach Internet. Und ich habe am Sonntag einige eurer Frauen getroffen, die haben gesagt, jetzt kommt die Woche der schlaflosen Nächte. Und ich denke, dass das auch so war. Also, was ihr geleistet habt, einfach toll. Und 447 Traktoren mehr als in Neudorf in Österreich, das ist schon eine Hausnummer, die erstmal getoppt werden muss. Insofern euch nochmal einen herzlichen Glückwunsch seitens der Samtgemeinde Ösen. Ich finde es toll, dass ihr in diesem Jahr nach eurem hervorragenden Treffen drüben an der Vossschule jetzt schon wieder diese große Veranstaltung hier durchgezogen habt und dass auch natürlich so viele gekommen sind, um diese Veranstaltung den würdigen Rahmen zu geben. Das verdient eine besondere Anerkennung. Und das will ich an dieser Stelle nochmal betonen. Ich denke, so etwas, das hat absolute Anerkennung verdient, denn alles ist ehrenamtlich geschehen und ihr bekommt keinen Cent außer den Beifall von euch. Und ich wünsche mir in der Zukunft an diesem Fleck, der Bürgermeister hat es gerade gesagt, dass wir in Zukunft, wenn die Planungen hier so weitergehen, wie sie zurzeit laufen, wünsche ich mir an diesen Flecken auch so viele Besucherinnen und Besucher im Ferien- und Freizeitpark in der Welt. Unterstützt uns auch dabei. Dankeschön für euer Zuhören. Hat Herr Friedhelm Eilers aus Wildeshausen, 180 Kilometer.